Chaos-Kaverne, Sublevel 8. Oh Gott, Kacheln? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Na, was? 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 Invasion der Brutkäfer. Da ist jemand auf der Copy-Paste-Taste ausgerutscht. Was ist das denn? So viele Punktkäfer habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Kann der die abschießen? Müssen wir jetzt Punktkäfer-Schießen machen? Nö, toll. Die sind einfach bloß da. Ja, richtig gut. Doch, kann er. Wieso auch immer das gerade eben noch nicht getroffen hat. Nee, es trifft bloß irgendwie ganz, ganz genau. Ja, nein. Olimar. Oh Gott. Ich glaube, wenn Olimar fällt, ist die Mission gescheitert. Deswegen kann ich Olimar jetzt nicht mehr im aktiven Dienst benutzen. Oh Gott, was? Was? Wie viele? Man kann sich ja unterirdisch nicht mit dem Captain heilen. Das ist ja das große Problem. Ich probiere es nochmal, aber... Ich meine, ich kann ihn da jetzt auch ein bisschen liegen lassen. Vielleicht regeneriert er ja ganz langsam, aber das ist wirklich so eine Sache überirdisch. Geht das, aber nicht unterirdisch. Ich muss erst mal rausfinden, wo sind denn die Schätze? Ach, du große Güte. Da geht's weiter. Da ist ein Schatz. Okay. Was muss ich dafür alles töten? Die Punktkäfer in dem Raum? Was? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Drecksvieh. Elendes Drecksvieh. Wow. Wie mies. Dass es mir hier reinfolgt. Aber... Wenn es mir hier reinfolgt... Okay, mit dem letzten noch getroffen. Okay, aber das letzte wurde auch getroffen. Wenn es mir hier reinfolgt, kann ich es eventuell auch... dort dann umhauen. Wenn die Kamera nicht so unglaublich dämlich wäre. Ja, jetzt muss ich bloß wieder umdrehen. Weil es mich hier nicht treffen kann. Aber das Problem ist, das macht dem Vieh wenig. Die Punktkäfer machen mir echt Probleme. Wie kriege ich dich denn jetzt dazu, dass du wieder abhaust? Dass du trotzdem noch ein bisschen weiter gehst, aber... Ja, eigentlich auch nicht. Na, nein, 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 nein. Du schießt da die ganze Zeit gegen die Wand. Was passiert denn, wenn ich jetzt so rangehe? Okay, es ist zu dämlich, um es zu kapieren. Oh Gott, nein, 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 genau das dachte ich mir. Nein. Von Punktkäfern gefressen. Auf jeden Fall eins. Oh, wie schade. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh, und Olimar ist beinahe hinüber. Verdammt nochmal. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, vor allem, wenn sowas passiert. Schnell da drauf. Oh Gott, er ist gestunt. Sehr schön. Schnell drauf, schnell drauf, schnell drauf, schnell drauf. Bevor irgendwelche Pikmin noch sterben. Es sind noch Pikmin gestorben. Durch was denn jetzt? Ich sehe halt nicht mal, weil so viele Punktkäfer hier überall sind. Sehe ich halt nicht mal, welche denn da jetzt überhaupt gerade angreift und welcher nicht. Also wie gesagt, wer das gemacht hat... Okay, und schnell... So, und dich nochmal schnell nach Hause. Mann. Wir haben richtig, richtig wenig Leben mit Olimar. Aber ich glaube, diese ganzen schießwütigen Viecher sind jetzt tot.
Wir haben halt schon viel. Wir haben halt echt schon viel. Kann ich die hier irgendwie ein bisschen auseinanderziehen? Wenigstens ein bisschen? Nö. Wir sind da sehr territorial. Okay. Aber so territorial, dass es ihnen eigentlich nichts ausmacht, wenn ich ihre Kollegen kille. Okay. Gut, weil dann hole ich jetzt nämlich eigentlich bloß noch die ganzen Schätze. Aber krass, dass da bloß eins gestorben sind. Die machen nämlich wirklich gar nicht so viel Schaden oder so schlimm Schaden. Das ist bloß ein Ei. Na gut, komm, mach's mal auf, Pikmin. Okay. Mehr Nektar. Ach so, stimmt, das war ja nochmal ein Raum, den ich gehen musste. Das ist halt echt die Frage, wo die das dran hintransportieren. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier wirklich so eine Invasion der Punktkäfer zu starten, gibt's doch gar nicht. Wer kommt denn auf sowas? Da ist gar nichts drin. Okay, da ist auch nichts. Auch wahrscheinlich eine Schatzlocation. Oh Gott, nein, 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 nein. Da ist schon wieder eins gefressen worden, aber vielleicht rausgekommen. Ja, ich habe keine verloren. Glück gehabt. Okay, und dich da. Wirklich, Lilanes, war das jetzt wirklich notwendig? Okay, passiert nichts. Wo tragt ihr das jetzt entlang? Dort entlang. Sehr schön, dort, wo schon alles sicher ist. Prima. Damit haben wir hier nochmal einen Schatz mehr. Wie gesagt, mir gefällt halt echt nicht die Leben von Olimar. Das ist so schlimm. Und ich kann es manchmal halt echt nicht kontrollieren, was passiert. Manchmal passieren halt einfach solche Dinge wie gerade eben wieder. Vor allem, wenn diese Explosionsviecher da sind. Was haben wir denn eigentlich alles verloren? Ja, kann ich gerade nicht nachschauen. Eins haben wir noch verloren, eins mehr. Ich weiß nur nicht welches. Okay, nächster Schatz. Ich weiß gerade nicht mal, bei wie viel wir sind. Keine Ahnung. 130. Name. Leerer Container. Oh ja, der ist offen. Stimmt. Da hat schnell mit rausgenascht. Das war's auf der Ebene. Okay. Gut. Eher weniger gut, weil das heißt, wir machen weitere Ebenen. Und die hatten wir jetzt ja eigentlich gerade eben geklärt. Aber okay. Nicht schlimm. Halt, da war noch Nektar. Stimmt. Ach, ist der Ausgang eh dort hinten? Habe ich den Ausgang hier schon gefunden? Doch, da ganz hinten, okay. Wenn das so ist, dann soll ja alles in Ordnung sein. Okay, ihr lasst das aber schön liegen. Weil wir brauchen hier nochmal... Jede Blüte zählt hier. Okay. Wir haben jetzt zwar ein paar mehr verloren, aber okay. Nicht schlimm, weil wir haben ja auch ein paar dazu gewonnen. Ich will da jetzt echt nicht nochmal in weitere Räume mit kleinen Punktkäfern. Das hat mir hier eigentlich schon gereicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Deswegen gehen wir einfach weiter. Und schauen, was die nächste Ebene zu bieten hat. Chaoskaverne, Sub-Level 9. Okay, Quallen? Oh, nö, schlimmer. Wir haben ein rotes verloren beim Kampf gegen die... gegen die Punktkäfer. Ist also eigentlich in Ordnung. Blaue hätten mich jetzt echt... Das wäre jetzt echt schlimm gewesen, blaues da zu verlieren. Vor allem, ich brauche hier blaue. Anders kann ich dem Vieh schlecht entgegenwirken. Habe ich da jetzt gelbe dabei? Natürlich.
So. Bevor du das spawnst, leider kann er da. Leider kann man ihn da nicht mehr davon wegbringen. Sehr schön, aber jetzt gleich wieder. Aber Blaue machen halt so unendlich viel wenig Schaden. Aber es reicht trotzdem, wenn man ihn stunlockt. Geht das trotzdem ziemlich gut. Nein, ich habe gesagt stunlocken. Danke. Okay, du bist hinüber. Sehr schön, und da kommt gleich sein Kollege. Na komm. Komm mit mir, plansch mit mir. Ich wollte gerade sagen, du wirfst doch da jetzt nicht deine Bombe mitten in die Pikmin. Das wäre ja zu fies. Da hinten ist auch noch mal irgendwas. Na komm, wieder rein. Na, nicht den Stein da bloß hinwerfen. Du musst schon reinkommen. Das Wasser ist gemütlich warm. Dein Kollege hat es extra aufgewärmt mit ein paar Bomben. Ist schön hier drin. Er will es nicht kapieren. Dann lernen wir es ihm halt auf die... die schlimme Methode. Das Problem ist halt bloß, er campt echt die ganze Zeit über diesem Gift. Und Gift und blaue Pikmin vertragen sich jetzt nur nicht so gut. Schnell weg, Pikmin. Danke. Auch wenn wir jetzt gerade nicht alle dabei haben, ist nicht so schlimm. Dann machen wir halt eine Runde länger. Hauptsache, er ist mal sicher tot. Das ist mal schon mal das Erste. Was? Wo sind die Pikmin hingeflogen? Was war das denn? Hatte die Pikmin einfach mal voll weggefetzt. Wow. Okay. Was bist du denn noch? Oh, ein Captain Schnapper. Rote eigentlich. Wobei ich... Komme ich da vorbei an dem Gift? Eigentlich ja schon. Wobei es mir fast schon ein bisschen zu gefährlich ist. Egal, ob ich jetzt mehrere habe. Ich habe ja die Weißen auf jeden Fall dabei. Machen wir das noch schnell weg. Am liebsten würde ich das auf der anderen Seite auch noch wegmachen, aber man kann ihn ja weglocken. Das heißt, nicht so schlimm. Und dann nehmen wir uns die Roten. Wie gesagt, ich schone jetzt halt Ulimar. So gut es geht. Und solange ich es halt machen kann... Oh, nee, halt. Ich bin lebensmüde. Wenn ein rotes oder ein andersfarbiges Pigment dort reinfällt, ist es tot. Weil die müssen dann ja wirklich bis zum Ausgang schwimmen. Weil das ist ja nicht abgeflacht, sondern geht nach unten. Okay, gut. Habe ich kurzzeitig nicht drüber nachgedacht. Was ich da überhaupt mache? Was tut ihr denn? Verrückte Pikmin. Nein, 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 lass mich. Er macht zumindest keinen Schaden. Zumindest nicht die Welt. Ich glaube, er macht gar keinen Schaden. So, und jetzt bitte alle drauf. Oh, toll. Richtig gut gemacht, Pikmin. Richtig gut gemacht. Das Vieh geht mir langsam auf die Nerven. Aber auch bloß, weil ich schon die Hälfte meiner Pikmin versenkt habe. Und jetzt sieht man, wieso ich es gerade nicht mit Roten gemacht habe. Das wäre so schlimm gewesen. Na gut, dann bleibt halt dort. Das Vieh ist jetzt eh tot. Genau. Danke. Meine Güte. Ja, drei haben wir gerade noch so. Ja, sehr schön. Ich meine, da unten haben wir auch noch die, aber die müssen wir halt auch erstmal hochholen wieder. So, nächster Schatz. Wow, und das ist nicht die letzte Ebene. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall zweistellig. Sehr, sehr interessant. Oh, das war's schon. Nur noch die ultra gruselige Wackelkatze. Und dann haben wir das. Cool. Also die Ebene war fast ein bisschen geschenkt. Name, mütterliche Skulptur. Die Ebene war fast ein bisschen geschenkt. War zwar fies, ganz klar, kann man jetzt nicht sagen, dass sie gar nichts konnte. Aber es gab schlimmere Ebenen. Es gab in dieser Höhle deutlich schlimmere Ebenen. Ich will es jetzt bloß mal kurz mit Lila anheben, den Rest tue ich dann mit Blauen transportieren. Sollten die irgendwie blöd fallen. Ja, okay. Wie gesagt, sollten nämlich irgendwie blöd runterfallen, dann ertränken sie nicht alle. Und weil hier noch so viel Zeug rumliegt, bin ich mir da halt nie so sicher.
Ich würde am liebsten auch noch den einen Giftgeysir freimachen. Kann ich eigentlich noch kurz, bis die da hinkommen? Sollte der eigentlich mit 10 Pikmin frei sein? Ja, sehr schön. Weil das war schon gefährlich nah dran, da hätten sie vergiftet werden können. Ist zum Glück nicht passiert. Da waren sogar zwei Lilane dran. Na egal. Lilane könnten wir verkraften, brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und ich denke, jetzt versteht auch jeder, wieso ich mich immer... Oh Gott, bitte da nicht ins Wasser rennen. Oh. So gefährlich. Name! Katzitazi! Wie gesagt, die gruselige Wackelkatze. Ich habe halt echt komplett die Übersicht verloren, wie viele Schätze wir schon haben. Haben wir jetzt schon alle oder nicht? Ist 10 die letzte Ebene oder geht es noch bis 12 vielleicht? Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt. Chaoskaverne, Sublevel 10. Und damit scheinbar das letzte Level. Natürlich der letzte Level. Ohne Wiederkehr. Das ist mies. Das ist richtig mies. Aber ich muss Olimar hier lassen. Egal was für ein Boss es ist, ich muss Olimar hier lassen. Nee, ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht riskieren, dass Olimar stirbt. Wenn Olimar stirbt, ist, glaube ich, alles vorbei. Und wie gesagt, das kann ich nicht riskieren. Der Präsident hat noch genügend Leben, aber Olimar halt nicht. Ich hoffe jetzt einfach bloß... Lass doch mal... Es ist so schwer, Olimar nicht... Weißt du was? Da. Stell dich in die Ecke und denk darüber nach, was du gerade eben falsch gemacht hast. Auf Befehl des Präsidenten. Wir haben genügend rotes Spray. Wenn es irgendein gefährliches Vieh ist, drücke ich dieses rote Spray. Ich weiß aber echt nicht, was es ist. Ich habe so Schiss. Vielleicht können wir es wenigstens mal kurz, dass ich wenigstens mir kurz Gedanken machen kann, was es ist. Und es ist... Was bist du? Was bist du? Ich kann mir keine Gedanken machen, weil ich nicht weiß, was es ist. Oh Gott, nein! Nein! Und er beschwört... Okay, Steine. Ja. Oh wow. Wie krass. Ich kann mich nicht mehr an dieses Vieh erinnern. Absolut gar nicht mehr. Ich habe alle meine Blüten verloren. Wie krass, bitte. Was? Eins hat getroffen. Oh, mich sogar auch. Wow. Wie krass das bitte einfach ist. Okay, jetzt können wir mal ein bisschen Schaden machen. Und wir machen ihm auch richtig gut Schaden. Dadurch, dass wir jetzt diesen Buff haben. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet. Aber ein sehr cooler Bosskampf. Wie gesagt, der ist jetzt eigentlich blind, kann man sagen. Weil ich ihn nicht kenne. Ich glaube, Pikmin hat es wieder erwischt. Ich könnte schwören, dass ich diesen Bosskampf noch nie gesehen habe. Aber ich weiß, dass ich das Spiel mal zu 100% durchgespielt habe. Was zur Hölle war das denn? Wie cool. Sehr cooler Bosskampf, aber gegen den... Wie gruselig. Das will ich nicht in meinem Schiff haben. Na toll. Ein Pikmin hat es jetzt gerade ausgetrunken. Na egal. Das will ich nicht in meinem Schiff haben. Man kommt wieder rein? Ach so, ja gut, dann war das nicht so schlimm. Toll, hätte ich das gewusst. Egal, wir haben 15 Pikmin verloren. Das heißt, wir haben... 12 jetzt beim Boss verloren. Das geht in Ordnung. Schalldämpfer, das Ding bewegt seine Augen. Ich will das Ding nicht in meinem Schiff haben. Ich will das Ding nicht als Inventar... Nee, ich bekomme es gar nicht als Item. Wie mies. Aber damit haben wir die Höhle geschafft. Olimar, du hast es überlebt. Komm da aus der Ecke raus, wir müssen feiern. Oh Gott, was haben wir denn verloren? Von allem ein bisschen was. Krass.
5 rote, 2 gelbe, wow, 6 blaue, und von den besonderen jeweils 1. Okay. Aber richtig cooler Bosskampf. Nee, der hat mir gefallen, weil er halt ein Muster hatte, weil er funktioniert hat. Es war halt bloß ein bisschen sehr gefährlich mit den Steinen. Aber es war so ein typischer Bosskampf, da zündet man einfach mal kurz das rote Spray und dann geht es sehr viel leichter. Okay. Und damit können wir aus der Ebene entkommen, aus der Höhle. Sehr schön. Richtig, richtig gut. Puh. Okay. Alle 17 Schätze haben wir gefunden. 15 Pikmin verloren. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es eine gute Arbeit war. Für eine der letzten 3 Höhlen war es gute Arbeit. Wobei ich jetzt sagen muss, ich würde sie nicht in die Top 3 stecken. Es war eine gefährliche Höhle, weil wirklich alles dran kam. Es war alles dabei, was man so wirklich hatte. Aber... ja, von allem nicht so viel Gefährliches. Es war nicht so extrem krasse Metallebene. Es war nicht sehr viel mit Kacheln und mit Wasser und sowas. Was fies war, waren die beiden Dings. Die beiden Herrscher der Punktkäfer. Ich nenne sie einfach so, weil es im Englischen ja Emperor heißt. Die waren fies. Aber die konnten mir auch relativ gut mit der Umgebung töten. Das heißt, es passt. Und ansonsten war eigentlich die Länge von der Höhle bloß schwierig. Weil 10 Ebenen sind halt ein bisschen heftig. Und ich hatte eigentlich am meisten Sorgen die ganze Zeit um Olimar. Hätte ich den nicht so bei den Flammen, bei den Flammenpunktkäfern verloren, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so schlimm gewesen. Weil dann hätte ich da locker durchgehen können mit beiden Captains und hätte nicht die ganze Zeit Angst haben müssen. Ich würde sagen, schlimmste Ebene war wirklich das mit den Punktkäfern. Nicht wegen den Punktkäfern, sondern weil diese beiden Bomber wirklich sehr in der Nähe waren davon, auch vom Spawn, und mich dann so ein bisschen eingekesselt haben. Aber dass ich da bloß ein Pikmin verloren habe, das war echt interessant, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, die Höhle lief ziemlich, ziemlich gut. Freut mich. Damit speichern wir und gehen zurück an die Oberfläche. Land der Verheißung, deine erste Höhle ist hinüber. Wir haben bloß noch 2 zu erkunden. Aber nach dieser Marathonhöhle höre ich jetzt erstmal auf. Auch wenn ich damit jetzt eigentlich einen Tag verschwende, ist mir egal. Ganz ehrlich, letztes oder nächstes Mal wird der letzte Tag sein, weil wir uns dort alles voll holen. Deswegen können wir uns auf jeden Fall jetzt mal einen Tag auch entspannen nach so einer Höhle. Wir haben auch das letzte Mal, an einem Tag 3 Höhlen gemacht. Wie gesagt, da kann man sich auch mal ein bisschen entspannen gehen und sagen, okay, nach einer Höhle ist jetzt Schluss. Und ja, ich dachte echt nicht, dass die Höhle so lange geht. Ich wollte eine längere Höhle nehmen. Und die sind alle lang, ganz klar. Aber ich dachte jetzt echt nicht, dass die wirklich so lange geht. Aber ist ja schön. Wir haben nämlich einiges Schönes erlebt. Und ja, damit würde ich sagen, alle 85 haben wir beisammen. Damit gehen wir zum Sonnenuntergang, zum wohlverdienten Feierabend. Puh. Und... ja, denken mal so ein bisschen drüber nach, was heute alles passiert ist. Oh Gott. Das nächste Mal werden wir dann auf jeden Fall die beiden restlichen Höhlen voll angehen und Louis retten. Natürlich auch ganz klar. Den habe ich nicht vergessen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Tagesbericht an. Da gibt es ja einiges zu sagen, vor allem da wir ja heute den Links gefunden haben. Genau, die Höllenmaschine. Hohoho. 5.005 Pokus. Wow. Das ist ziemlich viel Geld. Sehr schön. Pikmin haben wir natürlich überall an allen Enden verloren. Wobei man sagen muss, bei allen nur ein bisschen. Es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Also klar, Pikmin zu verlieren ist immer schlimm, aber... ja, ist der Lauf der Dinge. Konnte ich jetzt nichts ändern. Und dass es bloß 15 waren, war jetzt echt in Ordnung. Ich bekomme seit kurzem jede Menge Mails von jemandem, der Design-Items verkauft. Klingt nicht übel. Soll ich ihm deinen Bonuscheck zukommen lassen? Bloß nicht. Das klingt nicht gut. Sehr schön. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal machen, ist uns dieses eine Vieh durchlesen. Das hat mich ja mal sowas von interessiert. Genau du. Segmentierter Hakolyt.
Richtig krasses Vieh. Und das Witzige, ich hab an sich kein Pikmin an ihn verloren. Weil das einfach bloß die Steine waren, die da runtergekommen sind. So, Ulimars Notizen. Segmentierter Harkolyt. Para... Parastacoidea Reptania. Familie Kriechkrabben. Diese gigantische Bestie ist von einer harten Schale umgeben. In atypischer Evolution ist das rechte Vorderbein dieser Kreatur hypertropisch geworden, also riesengroß. Und hat somit die Funktion eines Armes übernommen. Die asymmetrische physische Entwicklung ist der Natur absolut einzigartig. Die fälschliche Schlussfolgerung eines unglücklichen Forschers, dass diese Kreatur über ein friedvolles, ruhiges Verhalten verfügt, führte zu einem weniger schönen Zwischenfall. Tatsächlich stellt diese Bestie ein sehr feindseliges Verhalten zur Schau und verfügt über intensiv aggressive Tendenzen, die auf die jeweilige Beute abzielen, um diese bei voller Geschwindigkeit zu rammen. Das haben wir gesehen. Macht er das auch hier mit Pickpick-Karotten? Nee, damit können wir ihn einfach bloß bewerfen. Aber wie gesagt, richtig krasses Vieh. Sehr, sehr cooler Boss. Und es kommen tatsächlich noch zwei. Das heißt, wir bekommen nochmal einen neuen Boss in jeder Höhle. Freue ich mich drauf, weil auf den nächsten kenne ich auch noch nicht. Also kenne ich eigentlich schon, aber es ist schon so lange her, dass ich ihn nicht mehr kenne. Oh, ich finde sowas richtig toll. Hier fehlen uns noch zwei Sachen, was auch immer das sind. Ach so, ja. Wir haben bloß die Lapis-Lazuli-Blume. Hier fehlt uns aber Gelb und Rot. Wieso auch immer, haben wir die noch nie gesehen? Interessant. Na gut, das war's soweit. Haben wir noch irgendein anderes Vieh? Ich will noch irgendeins durchlesen. Ihr da, weil ihr uns heute ziemlich beschäftigt habt. Kriechende Chrysantheme. Taraxacum rovina. Rovinia, genau. Taraxacum rovinia. Familie Chrysanthemen. Naja, das ist nicht wirklich eine Chrysantheme. Genau wie Pikmin gehören die kriechenden Chrysanthemen zu einer Gruppe von Kreaturen, deren Wurzelgeflecht ambulant ist. Diese Kreatur ist auch als Mime bekannt. Mime? Als Mimik halt. Wie die Kisten in RPGs. Da es sich eigentlich um eine Pflanzenform handelt, ist diese Bezeichnung allerdings nicht gänzlich akkurat. Aus unbekannten Gründen lassen sich die Pikmin nicht durch die Täuschungsversuche der kriechenden Chrysantheme beeindrucken. Vielleicht liegt der Grund dafür in der gleichen Abstammung. Sie verlässt sich auf die Jagd auf andere Kreaturen, um sich am Leben zu erhalten. Daher besteht keine Notwendigkeit für Blätter und Photosynthese. Generell gesehen ist die Rolle der von Pflanzen in einem Ökosystem auf die Produktion festgelegt. Daher befinden sich Pflanzen zumeist auch auf der untersten Stufe der Nahrungskette. Auf diesem merkwürdigen Planeten jedoch verschwinden die Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten. Das ist wahr. Hier könnte ich die Pflanzen töten und die größten Viecher sind einfach deine Freunde. Manchmal zumindest. Meistens töten sie dich einfach genauso. Gut, das soll es vorerst mal gewesen sein. Vielleicht das nächste Mal nochmal. Schauen wir mal. Wobei, es gibt wahrscheinlich kein nächstes Mal. Ich bin mir gar nicht sicher mit dem Abspann dann. Ja, egal. Egal. Vielleicht blättern wir nochmal ein Part lang komplett durch oder so irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen den Challenge-Modus als Bonus. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Werde ich mir vielleicht nochmal ein bisschen überlegen bis zum nächsten Mal. Und dann was nochmal sagen. Werden wir sehen. Zumindest, ja, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Pikmin 2, wenn wir wirklich die letzten beiden Höhlen, das Heldenheim und den Bau der Träume angehen. Eins mit 13 Schätzen, was voll mit Monstern sein wird, aber nicht arg lang, denke ich. Und der Bau der Träume, und der hat wirklich 21 Schätze. Und ich glaube, das war auch wirklich die ganz, ganz lange Höhle, die Rakete meinte. Deswegen müssen wir da mal schauen. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ja, also dann, ciao.